Mein Name ist Günther Riedl. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Roding Automobile GmbH. Wir haben uns von unserer initialen Idee, von unserem initialen Geschäftsmodell, dem Roding Roadster, weiterentwickelt zu einem international agierenden Technologiedienstleister mit der Spezialisierung auf Leichtbau und E-Mobilität. Wir bilden innerhalb unserer Firmengruppe zusammen mit der Stangl und Kulzer Gruppe alles ab, von der Idee bis zum fertigen Produkt. Wir starten normalerweise mit der Entwicklung der Bauteile in unserer Ingenieursabteilung. Da haben wir mittlerweile knapp 30 Mitarbeiter, die mit den modernsten Tools und Techniken die Bauteile entwickeln, konstruieren und für die Fertigung vorbereiten. Ein Großteil der Teile wird dann anschließend innerhalb der Stangl und Kulzer Gruppe oder auch im Landkreis Cham gefertigt und anschließend zu fertigen Produkten gemacht, wie zum Beispiel der Bob für die neue Monobob-Serie des Olympiaverbandes, der mit unserem Partner XN Sports zu 100% hier in Roding gefertigt wird.